Seit ein paar Tagen bin ich Besitzer eines iPad Pro. Und was soll ich sagen? Es ist der Hammer. Ich habe ein paar Stunden gebraucht, um damit warm zu werden. Aber jetzt bin ich hellauf begeistert. Ich arbeite seit vielen Jahren mit Wacom-Produkten und habe daher einen guten Vergleich. Beruflich nutze ich aktuell ein großes Cintiq. Das iPad Pro kann das Cintiq für mich nicht ersetzen. Aber privat, um mal schnell was aus der digitalen Hüfte zu zeichnen, ist es perfekt. Es macht einfach Spaß. Genau richtig. Der Pencil passt. Keine störenden Kabel. Man ist absolut mobil. Zeichnen vom Sofa aus, alles kein Problem. Ich war von dem Teil so angetan, dass ich sofort ein Video für meine lieben YouTube-Freunde machen musste. Und jetzt Achtung! Zusammen mit dem Programm Procreate, Leute, da ist mir doch glatt der Pencil in der Hosentasche aufgegangen. Das war unglaublich. Diese Szene, das kann mir keinen nehmen. Da werde ich lange Zeit noch dran denken. Und auch an den aromatischen Kaffee, welchen ich gerne beim Zeichnen trinke. Ohne Zucker und keine Milch. Ich trinke den Kaffee jetzt schwarz. Vor ein paar Jahren noch, da hatte ich etwas Milch drin. Und ganz früher sogar eine Menge Zucker. Ich denke oft an die Zeiten zurück. Meine Bauchspeicheldrüse nicht so gerne. Ich wechsle die Bohnen so oft wie meine Slips. Jede Marke ist mir recht. Aber immer ohne Milch. Und ohne Zucker. Ich habe es sicherlich schon gesagt. Aber ich sage es nochmal. Es ist mir wichtig. Ich trinke meinen Kaffee ohne Milch. Und ohne Zucker. Schwarz, so wie er aus der Maschine kommt. Es ist mir einfach wichtig. Etwas Milch im Kaffee? Nein, nicht für mich. Und Zucker? Nein, danke. Zucker will ich keinen. Milch? Nein. Ich trinke meinen Kaffee ohne Milch und ohne Zucker. Schmeckt ganz gut so. Mit Milch sicherlich auch lecker. Und mit Zucker auch ganz toll. Aber für mich einfach nicht. Ich trinke ihn schwarz. Warum? Ich will einfach keinen Zucker im Kaffee. Und auch keine Milch. Also trinke ich den Kaffee schwarz. Nicht rot oder blau. Einfach schwarz. So will ich den Kaffee einfach. Die Kaffeetasse ist mir nicht so wichtig. Solange in der Tasse nur schwarzer Kaffee ohne Milch und ohne Zucker drin ist. Sonst trinke ich den Kaffee einfach nicht. Ich lasse ihn stehen. Er wird kalt und ich trinke ihn einfach nicht. Ich schütte ihn weg. Ich will einfach keine Milch und keinen Zucker. Ich will meinen Kaffee schwarz. Die Hannelore von nebenan macht in ihrem Kaffee immer Milch und Zucker. So will ich das nicht. Die Hannelore trinkt ihren Kaffee anders als ich. Ich will meinen Kaffee schwarz. Ohne Milch. Ohne Zucker. Die Hannelore kann ihren Kaffee ja auch trinken, wie sie will. Ich mache ihr da keine Vorschriften. Aber sie trinkt ihren Kaffee auf eine beschissene Art und Weise. Nein, danke. Da trinke ich meinen Kaffee lieber alleine. Schwarz und ohne Milch und ohne Zucker und ohne Milch. Und natürlich schwarz. Und ich sage es noch einmal, auch wenn ich mich hier wiederhole. Schwarz? Schwärzer. Am allerschwarzesten. Was ist schwarz und riecht nach Kaffee? Schwarzer Kaffee.